Mario, wenn du den Bienenpassagier nicht findest, dann haben wir die ganze Nacht keine Decken mehr. Bitte, Mario, finde den Dieb. Oh mein Gott, was? Eine Decke wurde geklaut? Dem müssen wir auf den Grund gehen. Für den armen kleinen Todi. Also ja, damit willkommen zurück hier auf dem Glimmerliner. Aber bevor wir auf der Suche gehen, ich habe gefunden, dass es hier in diesem Schrank einen Sternsplitter gibt, den wir uns einfach klauen können, während die da quatschen. Deshalb nehme ich den auch mit. Und ich frage mich wirklich, was passiert, wenn man hier im Glimmerliner nicht alles findet? Kann man hier später nochmal zurück? Kann man da nochmal mitfahren? Keine Ahnung. Schauen wir auf jeden Fall mal, ob ihr denn auch alle genügend von den Decken habt. Hast du genug Decken? Okay, ich schätze, er hat genug Decken. Wir sehen die ja hier unten. Dieses, ja, leicht liederne, könnte man sagen. Wir wollen darauf achten, dass jeder genug Decken hat. Wenn einer eine zu viel hat, dann kann da irgendwas nicht stimmen. Ihr seid ja nicht so geizig, oder? Also, ich bin ganz ehrlich, wenn ich mehr Decken bekommen kann, dann nehme ich sie mir auch. Ja, so jemand bin ich. Weil ich meine, warum nicht? Ne? Nee, keine Ahnung. Ich bin einfach jemand, ich schlafe gerne mit mehr als einer Decke, wenn ich kann. Ich weiß auch nicht. Ich mag einfach so dieses Rumgekuscheln mit Decken. Und hier sind zwei Decken, obwohl hier niemand drin ist. Was soll das? Was soll das? Hä? Wer wohnt hier überhaupt? Oh, warte, ich wohne hier. Oh, nee, okay. Mein Partner braucht ja auch eine Decke. Habe ich schon wieder vergessen, dass ich bei der 5 wohne. Okay, hier ist eine Decke. Hier wird wahrscheinlich auch irgendwer wohnen. Okay, das passt also. Warte mal. Sieht so aus, als wäre der Eintopf zu viel für den kleinen Toni hier gewesen. Ah, oh, vorhin habe ich Geräusche aus dem leeren Abteil neben mir gehört. Ich bin rübergegangen, aber es war niemand da. Ich bin also ja zurück und prompt habe ich wieder etwas gehört. Brrr, könntest du vielleicht im Nachbarabteil nachschauen für mich, Mario? Nachbarabteil? Da sind gruselige Geräusche? Ich meine, okay, es ist nachts. Vielleicht sind es ja auch nur die Äste, die an den Fenstern dran streifen. Vielleicht ist es ja sonst nichts anderes, oder? Madame, bei dir ist nichts los, oder? Ah, bitte, finde meinen goldenen Ring. Ach stimmt, wir haben ja noch ein paar Quests gemacht mit dem und mit dem. Müssen wir alle auch noch irgendwie lösen. Ich fahre ja alles zur Dreharbeiten nach Bad Glimmerich. Und ja. Weibliche Fans kriegen Autogramme. Aber mit Kombinieren hat es nicht geklappt. Hier ist immer noch nichts. Also hier soll sich was verstecken? Oder wie hat er das gemeint? Hier sind gruselige Geräusche? Oder meinte er vielleicht vorne am Zug? Oder da, wo wir gerade herkamen? Na, wo soll denn hier was sein? Hier ist sonst nichts. Hier sollen gruselige Geräusche sein? Okay, schau mal erstmal nochmal vorne vorbei. Ob denn auch der gute Herr hier vorne eine Decke hat? Der muss auch irgendwann schlafen. Ne? Ist es nicht aufregend, durch die geheimnisvoll dunkle Nacht zu rauschen? Dieser Zug ist einfach unvergleichlich. Du schläfst nicht? Ne, jetzt mal ehrlich. Bruder, schläfst du nicht? Brauchst du keinen Schlaf? Ja, er braucht doch bestimmt Schlaf. Okay, also die haben ja alle genug Decken. Die Antwort ist also nicht so offensichtlich, wer eine Decke gestohlen hat. Schade. Aber ich will nochmal den Tipp abholen. Beziehungsweise generell nochmal abholen, was er gesagt hat. Aus dem leeren Abteil neben mir. Leerer Abteil. Du meinst hier links? Weil hier war niemand drin. Ich dachte, er meint so diesen Zugabteil hier, dieser Waggon. Oh, haben wir das schon? Das haben wir schon. Hier sollen gruselige Geräusche herkommen? Okay, was ist, wenn ich mich jetzt hier verstecke? Jum. Kommt dann jemand? Tatsächlich! Hier sind wirklich Geister! Oh! Ihr habt mich entlarvt! Ihr seht es also! Ich bin ein Geist! Verdammt, auf diese Erde zu wandeln! Eine Decke? Ja, der Zugbegleiter hat das halt gebracht! Er hat gar nicht bemerkt, dass ich ein Geist bin! Ein Drohbrief?
Nein, davon weiß ich nichts. Ich könnte mich nicht mal einen Stift halten, da ich körperlos bin. Was? Ich soll die Decke zurückgeben. Wenn du mir eine Bitte erfüllst, gebe ich sie dir. Willst du? Oh ja, okay. Ich wünsche mir dein Leben! Was? Das kann ich aber nicht geben. Ich brauche das noch. Das war natürlich nur ein Witz. Also, vor langer Zeit habe ich in diesem Abteil mein Leben ausgehaucht. Mein Koffer befindet sich immer noch im Gepäckwagen. In dem Koffer ist ein Tagebuch, das ich schon seit meiner Kindheit gerührt habe. Ich kann diese Gepäckwagen nicht verlassen, aus Sorge, dass es jemand lesen könnte. Da ich nicht aus diesem Zimmer komme, bitte ich dich, mir das Tagebuch zu holen. Wenn du es mir bringst, kriegst du die Decke. Also, ich soll zu dem Gepäckwagen. Okay. Du darfst auf keinen Fall lesen, wenn du es liest. Schreckliches Wetter mit dir geschehen. Leute, irgendwie will ich jetzt abspeichern und es lesen. Ich weiß, mein erster Gedanke sollte eigentlich sein, auf keinen Fall lesen. Wir wollen ganz lieb und nett hier rangehen, aber ich weiß nicht. Irgendwie will ich es doch lesen. Oder vielleicht kann man es ja auch nicht lesen, aber ich muss es probieren. Ich muss es probieren. Ich meine, was soll er schon? Er kann das doch gar nicht wissen, wenn ich es aufgemacht habe, oder? Wie soll er das bitte herausfinden? Er kann es nicht herausfinden. Eben, so ist es, ja. Ne, kannst du durchlassen? Hast du etwas gefunden? Was, ein Geist? Oh, und er gibt dir die Decke, wenn du sein Tagebuch aus dem Gepäckwagen holst? Gut, dann geh hinein. Danke, Mann. Ich dachte, es wird ein bisschen schwieriger, da reinzukommen. Irgendwie, hol mir das, dann bring ich dich durch. Nee, zum Glück nicht. Und das ist ein klassischer Wagenfall für Eroder. Nein? Warte, hier vorne vielleicht. Die sehen anders aus. Nein? Vielleicht muss ich woanders anfangen. Nein? Wirklich nicht. Andererseits. Ich kann hier hochspringen. Oder auch nicht? Nicht wirklich? Nee. Kann ich das vielleicht mit dem Superhammer-Schlag? Nee, kann ich auch nicht weghauen. Oh. Die Antwort ist doch einfacher als gedacht. Okay. Ah, das Tagebuch. Lesen verboten. Jetzt mal ohne Witz. Warum? Ich dachte, es wäre in einem Koffer. Zum einen, hier sind keine Koffer. Hier sind nur Kartons. Und zum anderen liegt sein Tagebuch nicht mehr in seinem Koffer, sondern einfach in einer Schatzkiste, die hier versteckt wird. Also irgendeiner von euch hat dieses Tagebuch hier extra versteckt. Hast du es gefunden? Ach, zum Glück. Ich kann leider nicht hier weg. Bitte, Mario, bring mir meine Decke wieder. Aber ich würde so gerne wissen, was in diesem Tagebuch steht. Hey, Tom, du willst es auch wissen. Und der Rounder, du willst auch wissen, ne? Okay. Wisst ihr was? Wir schauen mal, was da drin steht. Willst du es lesen? Ja. Du wirst vielleicht verflucht. Willst du es wirklich lesen? Ja. Du solltest es lassen. Schreckliches wird passieren. Willst du es wirklich lesen? Ja. Montag. Ein bewölkter Tag. Heute bin ich in den Zug gestiegen. In diesem Zug. Das ist gelesen. Ich habe dich gewarnt. Solchen wie dir ist nicht zu helfen. Hä? Wie? Was? Nein, das war nur ein Joke. Ich habe es nicht gelesen. Das war ein falsches Buch. Das war... Game over. Wow. Die letzte Szene wird neu gestartet. Okay, finde ich gut. Ich habe aus Versehen mich, Rona und den Tod umgebracht. Sei Geist, wir sollten nicht mit ihm rumalbern. Wir konnten noch nicht mal herausfinden, was da wirklich steht. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Oh Mann. Na gut. Jetzt haben wir es auf jeden Fall hinter uns. So, und jetzt bringen wir das Tagebuch zurück. Und wir werden nicht draus lesen. Ich würde niemals aus diesem Tagebuch lesen. Also, das macht man nicht. Freunde, also wenn ihr das gemacht hättet, dann... Also, irgendwas ist falsch mit euch. Ich weiß ja auch nicht. Das macht man einfach nicht.
Also ich hätte das nicht getan. Hast du mein Tagebuch gefunden? Dann sei so nett und stecke es geschwind in diese Schublade dort. Ja? Ja, welches sonst? Okay. Da. Wirklich? Mein Tagebuch? Das hat sich ja gehabt, wie versprochen. Yippie! Gut, dass du es nicht gelesen hast. Wenn du es gelesen hättest, wäre was Schreckliches mit dir passiert. Nun kann ich beruhigt von dann gehen. Ich danke dir. Solange du lebst, werden wir uns nicht wiedersehen. Pass auf dich auf. Das heißt, mal Abschied nehmen. Viel Spaß im Himmel. Hä? Ich hab's mir anders überlegt. Hä? Was zum? Ich war so lange in diesem Abteil, dass ich Gefallen dran gefunden habe. Deshalb werde ich auch ein Weilchen hier bleiben. In die andere Welt kann ich gehen, wann immer ich will, weißt du? Ja gut, mach was du willst. Nur mach bitte keine gruseligen Geräusche mehr, ja? Das macht nämlich dem anderen Typen Angst, okay? Gut? Okay? Haben wir einen Deal? Okay. Dann ist er super, das ist ja toll. Irgendwie macht der Tod mir Angst. Er macht mir irgendwie Angst. Naja. Bringen wir die guten Neuigkeiten zu Deck. Ja, bitteschön. Mario, wie war's? Naja, also, hier ist die Decke, ne? Oh, wow, vielen Dank! Damit werde ich die Nachtwache durchhalten. Schließlich haben wir immer noch nicht den Verfasser des Drohbriefes. Übrigens, bevor ich es vergesse, hier ein kleines Dankeschön für dich. Oh, ein super Pilz. Den ich schätze mal direkt verschlingen werde. Warum habe ich die Sachen eigentlich im Inventar? Eigentlich nicht gut. Okay, wo gibt's hier ein Hotel, ne? Weg damit. Den kannst du haben, Tod. Ah, oh, danke, ich wollte schwimmen ins Hotel. Na, abgesehen davon ist es aber jetzt schon spät, ne? Willst du nicht langsam auch schlafen gehen? Und mach dir keine Sorgen. Sollte was passieren, gebe ich dir sofort Bescheid. Schließlich bin ich sehr erfahren. Zugbegleiter, weißt du? Okay. Ich kann dem vertrauen, oder? Kann ich dem vertrauen? Ach doch, doch. Ich vertraue dem kleinen Toddy. Oh, oh. Es ist wohl noch später jetzt geworden. Geschlossen. Aber die arbeiten noch? Ey, soll ich auch mal aufs Ohr hauen? Lass die beiden Toads Wache halten und ihr schläft alle. Wie gehen sie mich auch schlafen, würde ich sagen. Einmal für ein paar Stunden aufs Ohr, okay, Bomba? Klingt gut. Aber Yoshi, keine Sorge, keine, nicht zu ungut, aber ich möchte gern mit, also ich meine, mit Barbara an meiner Seite fühle ich mich wohler, weißt du? Hier ist ein Geist und dann ist da noch ein Geist und die, naja, ist auch egal. Gehen wir pennen. Ruhen. Ja, für heute ruhen. Oh. Oh, guten Morgen! Glimmerliner, zweiter Reisetag. Ah, einen wunderschönen, fröhlichen Tag wünsche ich den allen Menschen hier. Mama mia. Ist er weg? Er ist weg. Ah, ne, da ist er wieder. Guten Morgen! Was für ein herrliches Wetter heute! Sein Tag beschwingt Körper und Geist! Ja, Geist, haha, ja. Was gibt's eigentlich heute für Missionen? Gibt's heute irgendwas zu erledigen? Gehen wir mal was essen, oder? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal was essen. Und. Hä? Habt ihr noch nichts essen gemacht? Aber ist nicht schlimm. Ich kann auch warten. Oh, hey. Ich habe eine neue Mail bekommen. Hier, Mail Receiver. Rat, Ausgabe 5. Rohlingen heute. Gut informierte Quellen berichten, dass die beliebte Wahrsagerin Mehrlieblich 25 heute früh in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Besorgte Fans belagerten das Krankenhaus, wo die folgende Diagnose bekannt gegeben wurde. Ein verdorbener Magen. Offensichtlich hatte Mehrlieblich 8 Portionen Pilzsteak gegessen und konnte nicht vorhersehen, wie ihr Magen darauf reagieren würde. Ja, das ist natürlich doof, ne? Shopping-Detektiv, heute stellen wir vor, den kleinen Laden auf der Isla Corsaria. Erstaunlicher Pioniergeist des Inhabers führte diesen von Rohlingen auf die unbewohnte Insel, um hier in Einzelhandel sein Glück zu versuchen. Ich wollte etwas tun, das noch nie jemand getan hat. Ist wohl ganz normal, wenn man mit einem älteren Bruder aufgewachsen ist.
Im Interview zeigte der Inhaber sein stolzestes Lächeln und gab zu Protokoll: Wunderbar, endlich bin ich mein eigener Chef. Rezeptartikel. Auch heute wieder. Kochen für Fortgeschrittene. Und auf dem Speiseplan steht Peach-Torte. Hä? Alles, was man braucht, ist Backmischung und ein Pfirsich. Ja, achso, okay. Ja, Pfirsich ist halt im Englischen Peach. Ich dachte, jetzt meinen sie irgendwie eine Torte, die wie Peach aussieht oder so. Passt ideal zur Teestunde am Nachmittag. Zum Schluss, beliebtester Newsletter von Rundingen, Rat. Freut dich auf die nächste Mail. Ich hätte mich jetzt richtig aufgeregt, hätte er gesagt, hier, auf der Isla Corsare gibt's für die nächsten 15 Minuten mehr Punkte. Ja, cool, ich komme mal vorbei, ne? Ja, ich komme mal eben vorbei. So, ich schätze, unsere nächste Mission wird sein, zu fragen, ob er irgendwas gesehen hat in der Nacht. Nö, kleiner Todi? Hast du irgendwas gesehen? Ach, Mario, guten Morgen! Keine besonderen Vorkommnisse letzte Nacht. Und heute werden wir am Bahnhof Stulpenbach halten. Voraussichtlich gegen Abend. Diesen Abend halten wir schon an? Okay, ja gut, wahrscheinlich nur ein kleiner Abstecher. Und ihr habt euch versöhnt? Guten Morgen, auf das Autogramm werde ich gut aufpassen. Seit gestern hat Bronzo viel bessere Laune. Sicherlich hat er ein positives Erlebnis gehabt. Guten Morgen, Bamba. Dieser Streik gestern wegen Bronze-Move. Boah, das ist mir so peinlich. Sollte euch auch peinlich sein. Was war das bitte? Okay, ich hoffe, da, bei denen muss ich jetzt hoffentlich nicht mal vorbeischauen. Hier stimmt irgendwas nicht. Wo ist denn die Maus hin? Hier war noch eine Maus. Vielleicht ist er zum Essen gegangen. Oder geht irgendwo anders besuchen. Wir gehen ja auch ständig irgendwelche Leute besuchen. Ja, seht ihr? Hier ist er. Hä? Warte mal. Hier ist er. Warum ist er hier bei unserem Detektiv Pingu? Hallo Luigi. Du kommst gerade recht. Ein neuer Fall. Also erkläre Luigi noch einmal, was geschehen ist. Als ich aufwachte, war mein Koffer verschwunden. Darin waren richtige Geschäftsunterlagen und ein brandneues Firmenprodukt. Ich bin so gut wie gefeuert, wenn das wirklich weg ist. Ach, beruhig dich doch erstmal, Mann. Es wird sich schon klären. Überlass das nur Luigi. Aha, okay, also gut. Unser neues Produkt, ne? Der Knallsirup. Seine Wirkung ist gewaltig. Pur benutzt kann er Tote zum Leben erwecken. Wenn man diesen Sirup aber mit Muschelkalk und Gold versetzt und etwas wartet, dann gibt es eine gewaltige Explosion. So gewaltig, dass es diesen Zug in alle Winde zerstreuen würde. Nicht auszudenken, wenn er in die falschen Hände geriete. Dagegen wäre meine Entlassung noch harmlos. Dann wird er sterben. Es hat also jemand deinen Koffer gestohlen, ja? Ich erinnere mich, dass der Koffer gestern noch da war. Ja? Und der Zug hat inzwischen nirgendwo angehalten. Und daraus folgt, der Täter muss noch immer hier im Zug sein. Du hast es mal wieder geschafft, Ping. Luigi, hast du mit der Kellnerin und der Dame aus Abteil 2 gesprochen? Den beiden ist auch etwas im Zug abhanden gekommen. Die Kellnerin hat ein paar Muschelohrstecker verloren, glaube ich. Und die Dame, wie ist sie? Brilliant Team? Einen goldenen Ring oder so? Luigi, der Dieb scheint zu wissen, wo man den Knallsirup benutzen kann. Wenn er die Ohrstecker und den Ring gestohlen hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch der Verfasser des Bürobriefes ist. Also Luigi, du musst ihn finden, schnell. Wenn du ihn nicht schnellstens rechtzeitig finden kannst, boah, dann steht uns fürchterliches bevor. Wer sagt, dass du nicht der Täter bist? Finde ihn, los! Okay. Wir können also noch nicht beschuldigen. Er ist aber auf jeden Fall Nummer 1 Suspekt für mich. Ich traue ihm überhaupt nicht. Okay, vielleicht ein bisschen. Was mit dir? Ach, guten Morgen. Und das ist nicht ein wunderschöner Morgen. Ach, heute werde ich wieder was kochen. Lalala. Scheint normal. Bei ihm scheint wohl nichts so zu sein. Guten Morgen. Was ist eigentlich mit meinen Ohrsteckern? Ja, keine Ahnung. Die hat wohl jemand geklaut. Genau wie den Ring. Aber ehrlich gesagt, sicher, dass diese beiden Gegenstände von der gleichen Person geklaut wurden wie der Koffer? Weil, ich meine, Ohrstecker und einen Ring kann man verkaufen. Für Geld. Aber den Koffer? Ich glaube, da steckt mehr hinter. Du hast nichts gesehen, Geist? Nee. Der Sound. Nee, okay, hat auch nichts gesehen. Was ist eigentlich mit dir? Du hast bestimmt was gesehen, oder? Guten Morgen, Mario! Hat der Speisewagen schon geöffnet? Ich habe mich gestern hinreißen lassen, diesen Suppentopf zu stehen, aber jetzt sind der Koch und ich gute Freunde geworden.
Was für eine schicksalhafte Begegnung. Ja, das ist doch toll. Aber sonst hast du hier nichts. Okay. Das ist natürlich sehr merkwürdig. Wir sind jetzt schon fast fertig hier mit allen Gleisen, mit allen Waggons. Hast du noch irgendwas Neues zu sagen? Mein kühler Kavalier, hast du meinen Schatz schon gefunden? Mein goldenen Ring? Nee, ich habe ihn noch nicht gefunden. Kann uns Nagarini vielleicht weiterhelfen? In diesem Fall? Weil, ja, okay, eigentlich nicht, ne? Weil sie ist ja ein optionaler Charakter. Wie ich gehört habe. Hä? Wo ist denn der Superstar hier hin? Unterlagen, schwer zu entziffern, aber anscheinend sehr wichtig. Bitte? Drohbrief. Okay, das können wir mal Ping geben. Er hat vielleicht ein paar Infos. Hier ist nichts in der Nähe. Okay, irgendwo habe ich bestimmt was übersehen. Bei Nagarini. Ach, oder war das nur dieses Item da unten? Okay. Ja, dann gehen wir mal zurück zu Ping. Ich muss ehrlich sagen, mich nervt das wirklich sehr, dass ich immer wieder hin und zurück und hin und zurück rennen muss. Wenn man das ein bisschen angenehmer hätte machen können, dann wäre das, glaube ich, okay gewesen. Aber so... Ich weiß nicht, ob ihr das auch so sieht, aber jetzt immer wieder nach links zu rennen, zu pingen, dann wieder nach rechts zu rennen zu einem Typen und dann wieder nach links zu rennen. Und das dann irgendwie mehrmals, weil du vor allem auch nicht weißt, was richtig ist jetzt zu tun und was nicht. Ich weiß nicht. Ist nicht so toll. Ich habe was gefunden, Mann. Ja? Ja, hier so Unterlagen oder so. Na, was ist das für ein Blatt? Gibt es uns irgendwelche brauchbaren Hinweise? Oh, das ist ein Teil meiner Unterlagen. Was? Also doch. Luigi, wo hast du das gefunden? In Abteil 1? Das ist doch das Abteil von Sati. Jetzt, wo du es sagst, ich habe ihn heute den ganzen Tag noch nicht gesehen. Er muss sich also irgendwo im Zug versteckt halten. Also gut, Luigi, du solltest diesen feinen Sati schnellstens finden. Vielleicht versteckt er sich ja im Koffer, im Lagerraum. In dem Lagerraum dort links. Versteckt er mit diesem Toad unter einer Decke. Haha. Unter einer Decke. Hallo Mario! Nein, hier ist nichts. Sicher? Wo ist dieser Starty? Also ich soll ihn jetzt einfach nur suchen? Oder wie ist es? Luigi, suche ihn. Steckt sich hier irgendwo. Wir müssen gründlich suchen. Wir sollten in jedem einzelnen Abteil nachsehen. Okay. Wenn das so ist. Jedem einzelnen Abteil. Vermutlich muss ich mich wieder unsichtbar machen. Damit er sich aus seinem Versteck wagt. Zumindest meine Vermutung. Ja, aber... Ah, da gucke ich nicht nach. Da drin wird er nicht sein. Das würde keinen Sinn machen. Der kann sich da noch nicht verstecken. In einem Abteil mit 3 Bob-Ombs. Also ich weiß nicht. Das wäre so der letzte Ort, wo ich mich verstecken würde. Aber hey, genau deswegen tut er sich dort verstecken. Das ist auch ein Argument. Aber glaub ich nicht. Was ist, wenn er sich bei uns versteckt? Nee. Beim Geist? Nee. Nicht beim Geist. Bei unserem Kollegen hier vielleicht. Tschüss. Die Luft ist rein, Mann. Nee. Die ist nicht rein. Die ist unsauber. Aber irgendwie... irgendwie... habe ich ein komisches Gefühl bei der Sache. Vielleicht ist es auch nicht das Richtige. Vielleicht mit Umsehen wirklich hier überall drauf hämmern und schlagen. Bis irgendwo was wackelt und der da so rausfällt. Ich weiß ja nicht. Stickers, da sind die zum Beispiel so Gegenständen rausgefallen, die Toads. Stimmt, wir können auch einfach in seinem eigenen Abteil noch sein. Nee? Nicht? Fotos mit ihm in einem Handspiegel. Hier ist ja sonst nichts. Das ist ein riesiges Mysterium. Raus können wir noch nicht, erst am Abend. Ja. Der kann sich hier verstecken. Hier war ich noch gar nicht drin heute. Muss mal sehen.
sowas gesehen, Captain? Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Also werden wir in einem Zwischenstopp am Bahnhof Tulpenbach einlegen. Ja, das habe ich schon gehört. Was haben wir denn hier? Der Führerstand des Zuges. Hier gibt es Hebel und Schalter in allen Größen. Ja. Aber hier scheint ja nichts zu sein. Habe ich recht, Nagarine? Doch. Hier soll was sein? Oh. Ich stand genau drauf. Hier war wirklich was. Oha. Das hast du wirklich gut gemacht. Ja, ich sollte auf jeden Fall versuchen, wenn ich schon mal hier bin, alles zu sammeln. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Was? Hm? Das verwirrt mich jetzt. Eins und zwei ist nichts. Vorne ist nichts. Okay, ich war in meinem eigenen Ding noch nicht drin, aber der wird sich doch nicht bei uns verstecken, oder? Drei war ich drin. Vier war ich noch nicht drin, ne? Das ist nicht ein zweites Mal. Hältst du ihn versteckt? Du hältst ihn versteckt, oder? Ich kann nicht mal berühren, Mann. Es lässt sich nicht öffnen. Ja, okay. Ist auch sein Tagebuch drin, ne? Ja, nicht, dass wir uns das anschauen. Hm, du riechst auch nichts. Nichts Faules. Warte mal. Wieder liegen wertvolle Papiere in deinem Raum rum. Diese Unterlagen gehören zu denen von vorhin. Also der Täter wohl hier immer noch im Zimmer ist? Hm. Das heißt ja, wir sollten uns mal kurz verstecken. Nee? Oh mein Gott! Ah, wo kommt ihr denn her? So ein Mist, ihr habt mich erwischt. Was, er ist der Übeltäter? Was? Ernsthaft? Autsch! Ja, Junge, was soll das? Wie traurig er guckt. Du bist also der Täter, ja? Verkleidest dich als Sati, um uns zu verwirren. Und dann bestiehlst du einfach die anderen Passagiere. Alles ist genauso, wie ich es vermutet habe. Ich habe sofort durchschaut, dass du nicht der echte Sati sein kannst. Und natürlich auch, dass du Luigi diesen Drohbrief geschrieben hast. Am Bahnhof von Tulpenbach wäre ich geflohen. Dich als Sati zu verkleiden war ein kühner und geschickter Trick. Aber das ist Pech. Wie könntest du auch ahnen, dass ich mich im selben Zug befinde? In der Tat, meinem Superhören entgeht nichts. Na gut, zunächst gibst du die gestohlenen Sachen jetzt zurück. Komm, gib her. Ein Koffer. Akten und Knallsirup, ja. Goldring. Ja, gut. Paar Ohrstecker. Hübsch. Erinnerungsstücke. Oh, mein Koffer und der Knallsirup. Ja, hier, nimm ihn. Hättest du auch sagen können, nein, ich behalte ihn oder was? Oh, danke, oh, tausend Dank. Dieser Rieb ist ungerührt. Ich werde nicht gefeuert. Das war ein sehr komplizierter Fall, aber ich habe ihn im Handumdrehen gelöst. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Unser Zug wird in Kürze den Bahnhof Tulpenbach erreichen. Das klingt doch gut. Bisschen Abwechslung zum Zug? Gefällt mir. Ding dong. Tulpenbach. Angekommen. Hier gibt es wohl ein großes Haus, das wir uns anschauen können. Aber mehr wohl nicht. Er wird gefesselt. Also Sati war eigentlich nur ein Faker, ist nicht der echte Sati. Und er wollte uns alle bestehlen und dann in die Luft springen. Das habe ich so verstanden. Ist das so richtig? Und tschüss. Wenn ich mich von euch einsperren lasse, wird Brunhild dann ziemlich sauer. Hä? Ich habe zwar den Gestalt von Sati angenommen, aber nein, bin ich Rumpel. Eigentlich wollte ich zusammen mit Brunhild am Morgen fertig machen, aber da er mich erwischt hat, bleibt mir wohl nur eine Himmelherzenflucht. Den Rest wird dann Brunhild erledigen. Bis dann. Brunhild ist hier auch noch? Ach du. Sollen wir kurz rausgehen? Das Ring ist im ersten Wagen. Ja, aber bevor wir das tun, würde ich sagen, bringen wir erstmal unsere, mache ich erstmal links, damit ich nicht rechts hin und her zurückrennen. Bringen wir erstmal unsere Güter an die richtigen Plätze. Wir haben jetzt die geschundene Sachen zurück. Hast du sie gefunden? Die Muschel-Ohrstecker? Oh ja, das sind sie. Danke.
will dir das jetzt zum Dank geben. Yeah, ein Sternsplitter. Es gab noch einen dieser netten Passagier für dich. Danke. Das nehme ich auf jeden Fall an. Das Kompliment. Ja, geben wir noch kurz den goldenen Ring ab und dann werden wir in der nächsten Folge uns Tulpenbach genauer anschauen. Ich hoffe, ihr seid drauf gehypt. Denn ich bin es allemal. Na, hast du den Ring gefunden? Oh ja, Schätzchen, das ist der richtige Ring. Oh, danke, mein kühler Held. Nehmen wir es hier als Kleinigkeit. 30 Münzen, okay, also wie eine Quest halt. Na, leb wohl. Jo, ich lebe wohl. Und ich hoffe, ihr auch. Also, ich meine, wir werden uns ja wiedersehen. Richtig?